طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سأل بام سبحانه هاتسيجن الله زيجن تهيل زين قفيت محمد صلى الله عليه وسلم und auf seine Familie und auf seine Angehörigen und alle, die ihm folgen, bis an einen Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Wir kommen heute zum neuen Kapitel, Unterkapitel von dem Zakat oder von der Sadaqa. Und zwar geht es um As-Sadaqa al-Mustahabba, und zwar die freiwillige Sadaqa, das freiwillige Spenden. Wir haben kennengelernt die Pflicht Sadaqa, die Zakat, Zakat al-Fitr und Zakat al-Mal, die beiden Arten von Zakat, die Pflicht sind für die Muslime. Und wir haben darüber geredet, welche Arten von Vermögen es gibt, bei denen man Zakat zahlen muss. Und jetzt wissen wir, dass es auch Sadaqa gibt, freiwillige Sadaqa gibt. Und es ist nicht nur die Pflicht eines Muslims, die Zakat zu bezahlen, sondern es gibt auch noch andere Pflichten, die auf einen Muslim zukommen in Bezug auf sein Geld. Und in Bezug auf die Zakat, weil sie Pflicht ist, ist sie bei Allah subhanahu wa ta'ala natürlich mehr wert als die freiwillige Sadaqa. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hat er uns angehalten, dass wir auch freiwillig spenden. Und sagt, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel in Surat al-Baqarah, وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Allah subhanahu wa ta'ala sagte über diejenigen, die Güte besitzen, dass sie ihr Vermögen ausgeben, obwohl sie ihn lieben, على حبه, obwohl sie ihn lieben. Für den Loskauf von Sklaven, für die Armen, für den Sohn des Weges, für den Bettler und für den Loskauf von Sklaven als letztes. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala das als eine Art Güte bezeichnet, beweist, dass es eine gute Tat ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Und dass ihr spendet, oder dass ihr spendet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Und dass ihr spendet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Das sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Baqarah im Vers 280. Und er sagte subhanahu wa ta'ala ebenfalls, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Wer ist es denn, der Allah ein schönes Darlehen gibt? So vermehrt er es ihm um ein Vielfaches. Und wenn man Allah ein Darlehen gibt, bekommt man es vielfach zurück. Und das ist die einzige Form von Zinsen, die erlaubt sind. Man gibt Allah, leiht ihm Geld aus, damit man noch mehr zurückbekommt. Und das sagt er im Vers 245 von Surat al-Baqarah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, über ihn ist überliefert in der Tirmidhi, dass er gesagt hat, inna sadaqata la tutfi'u ghadab al-Rabb. Das heißt, wahrlich, die Sadaqa, das Spenden, löscht den Zorn des Herrn aus. Löscht den Zorn des Herrn aus. Wa tadfa'u mietat as-su. Und hält einem davor ab, dass man auf eine üble Art und Weise stirbt. Gemeint ist damit, dass man auch üble Art und Weise stirbt oder dass man ein übles Ende findet. Dass man ein übles Ende findet. Der Hadith ist bei Tirmidhi und der Tirmidhi, rahimahullah, hat gesagt, der Hadith ist Hasan. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, in der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, 7 Kategorien von Menschen gibt es, die unter dem Schatten Allahs sein werden an einem Tag, an dem es keinen Schatten geben wird, außer seinem Schatten, dem Schatten Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wir wissen, Allah subhanahu wa ta'ala wird am Tag auch einen Schatten erschaffen und da werden darunter diejenigen Diener Allahs sein, die er in diesem Hadith erwähnt hat. Und von diesen 7 Kategorien von Menschen sind diejenigen, die spenden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es beschrieben, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهُ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Das heißt, jemand spendet mit seiner rechten Hand, denn man gibt die guten Taten mit der rechten Hand her, sodass nicht einmal seine linke Hand mitbekommen hat, dass die rechte Hand gegeben hat. Und das weist darauf hin, dass man die Sadaqa im Insgeheimen geben soll und dass Sadaqa im Insgeheimen geben am besten ist. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala auch in Surat al-Baqarah, im Vers 271, er sagte, in tubdu sadaqati fani'imma hi. Das heißt, wenn ihr Almosen offen zeigt, offen hergibt, so ist es trefflich. Das ist eine wunderbare Sache. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Also das ist besser, als es öffentlich zu zeigen. Und die vollkommenste Art ist, dass man beides macht. Aber es gehört zu den Eigenschaften der rechtschaffenen Menschen, dass sie bestimmte Taten niemandem zeigen, bestimmte guten Taten nur für sich behalten, dass niemand es weiß, außer Allah. Und die offensichtliche Hikmah, Weisheit, die dahinter steckt, dass man Sadaqa im Insgeheimen gibt, liegt darin, dass man dass es näher am Ikhlas ist. Es ist näher am Ikhlas, das bedeutet, es ist näher daran, dass man diesen Gottesdienst nur für Allah subhanahu wa ta'ala getan hat, ohne damit man sagt, oder ohne dass man erhofft, dass die Menschen sehen, was man gemacht hat. Denn wenn man eine Tat begeht und auch beabsichtigt, Lob zu erhalten von den Menschen, dann ist die Tat nichtig. Und die Sadaqa, wenn man Sadaqa gibt, dann soll man es aus gutem Gemüt machen und freiwillig machen und frei, aus freiem Willen machen und auf keinen Fall machen, indem man es hergibt, damit gesagt wird, dieser Mensch hat Sadaqa gegeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala weist darauf hin. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Vers 264 von Surat al-Baqarah: Ya ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte. Und diese Vorhaltung al-Mann ist, damit man eben dass man den armen Menschen zum Beispiel sagt, ich habe dir das gegeben, also sei dafür dankbar oder ähnliches. Nee, den Dank verlangt man nur von Allah subhanahu wa ta'ala, oder die Dankbarkeit verlangt man von Allah subhanahu wa ta'ala, und dass er mit einem zufrieden ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist auch der Dankbare, wie er sich selbst beschrieben hat. Ja. Und Sadaqa zu geben, zu spenden, während man gesund ist, ist besser, als wenn man krank ist. Gemeint ist besser, als wenn man krank ist, und besonders besser, als wenn man krank ist und im Sterben liegt. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde genau diese Frage gestellt: Ayyu sadaqati afdal? Das heißt, welche Art von Sadaqa ist die beste? Qala anta saddaqa wa anta sahihun shahih. Ta'malu al-ghina wa takhsha al-faqr. Das heißt, dass du spendest, während du noch gesund bist und eigentlich geizig bist und dieses Geld liebst. Ta'malul ghina, das heißt, du möchtest reich werden, wa takhsha al-faqr, und hast davor Angst, arm zu werden. Diese Art von Sadaqa ist die beste Sadaqa, wenn man sie hergibt. Und Sadaqa, sagen manche Ulama, ist in Mekka und Medina besser als anderswo. Sadaqa zu geben in Mekka und Medina ist besser als anderswo. Und der Beweis oder der Hinweis darauf findet man in Surat al-Hajj, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im 28. Vers: Fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakhir. Esst selbst davon, von diesem Opfertier in der Hajj, und gebt dem Elenden, dem Armen zu essen. Und das macht man eben, verteilt man auf die Armen in Mekka. Und das weist darauf hin, dass es besser ist, in diesen heiligen Orten zu spenden als anderswo. Und ebenso ist überliefert über Ibn Abbas radiallahu anhuma, dass er gesagt hat: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad an-nas. Das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der am meisten gespendet hat, am liebsten gespendet hat. Wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Und am meisten hat er gespendet, wenn es Ramadan-Zeit war. Hina yalqahu Jibril, während ihm Jibril antraf. Denn wir wissen, dass Jibril alaihi salam und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben sich immer im Ramadan getroffen, um sich gegenseitig den Koran einmal vorzulesen. Und im letzten Jahr, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril den Koran zweimal vorgetragen. فَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. Und dann war er, also im Ramadan, wenn er Jibril getroffen hat, dann hat er noch mehr gespendet, und da war er noch mehr vollen Gutes als irgendein Wind, der herbeigeweht kommt. Und dieser Wind, der in diesem Hadith beschrieben wird, weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Eigenschaft war, dass er auch sich beeilt hat, dabei Gutes zu geben. Denn ein Wind, der kommt schnell vorbei und gibt Gutes und geht wieder schnell wieder weg. Und ebenso der Mensch soll sich damit beeilen, Gutes zu geben und nicht es hinauszuzögern. Denn wer weiß, wie lange man lebt, wenn man Geld hat. Gibt man es, spendet man es, denn das ist die sicherste Bank, ja, wenn man es gespendet hat. Dann ist es nämlich
Wie Aisha radiallahu anha hat ja, ist überliefert, dass sie sogar ihr Geld parfümiert hat, bevor sie es den Armen gegeben hat. Und nachdem sie gefragt worden ist, warum sie das gemacht hat, sagte sie, weil das Geld fällt zuerst in die Hand Allahs, bevor es überhaupt in die Hand des armen Menschen fällt. Und Sadaqa zu geben zu Zeiten, in denen es den Menschen schlecht geht, ist noch besser als zu Zeiten, in denen es den Menschen gut geht. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Balad, أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. Und diesen Vers, den wir alle auswendig kennen, in Surat al-Balad, das ist Sura Nummer 90, Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Vers 14, oder zu speisen am Tag der Hungernot. Also der Vers vorher, es heißt davor, aber er ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er uns die beiden Wege geleitet hat, die Hochebenen geleitet hat. Der Weg zur Jannah, der Weg zur Hölle. Aber er, der Mensch, ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt, weil der steile Weg ist der schwierige Weg, der zum Paradies führt. Und was lässt sich wissen, was der steile Passweg ist? Wie ist dieser Weg zum Paradies? Es ist die Freilassung eines Sklaven oder, das jetzt kommt, was ich meine, zu speisen am Tag der Hungersnot. Eine Weise, die einem nahe ist oder einen Armen, der dem Boden nahe ist. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala das erwähnt hat, dass das der steile Weg ist, der zum Paradies führt, weist darauf hin, dass diese Art von Spende besser ist als eine andere Art von Spende. Und den nächsten Verwandten Sadaqa zu geben, ihn zu spendieren, ist besser als anderen. Und auch den Nachbarn zu spendieren, wenn er arm ist, ist besser als anderen, die Leute, die weit weg wohnen. Je näher man ist, je näher ein Nachbar zu dir hinan ist, desto mehr Anrecht hat er als andere Nachbarn. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja, وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ, gib demjenigen, Verwandten von dir oder dir Nahestehenden, sein Recht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns mitgeteilt, er sagte, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينَ صَدَقَة. Das heißt, wenn du Sadaqa gibst für einen Bedürftigen, dann ist es eine Sadaqa. وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ اثنتان صَدَقَةٌ مُوصِلَةٌ. Aber wenn du es jemandem gibst, der mit dir verwandt ist, also einen Armen, der mit dir verwandt ist, dann ist es erstens eine Sadaqa und zweitens ist es auch eine Art, die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Und das sind zwei gute Taten in einem Schlag. Na, und der Hadith ist von allen fünf Büchern überliefert worden und von anderen. Und in As-Sahihain Bukhari Muslim heißt es, Ajran, zwei Belohnungen erhält man dann. Ajrul Qaraba, die Belohnung dafür, dass man verwandt ist mit jemandem. Und Ajrul Sadaqa und die Belohnung, dass man Sadaqa gegeben hat, Spende gegeben hat. Und dann, liebe Geschwister, müssen wir wissen, dass, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht nur Zakat-Pflicht, sondern es gibt auch andere Zeiten, wo es Pflicht ist. Wie zum Beispiel, oder wo andere Menschen ein Anrecht auf das eigene Geldvermögen haben. Und zwar, wenn man jemanden trösten will. Und trösten kann man manche Leute, denen ein Unheil passiert ist, kann man trösten, indem man ihnen etwas spendiert. Oder indem man die Verwandtschaftsbande pflegt, indem man zum Beispiel ein Geschenk kauft jemandem. Oder wenn jemand dich um etwas bittet, dass du ihm gibst. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie Nein gesagt. Oder dass man jemandem etwas ausleiht, wenn er etwas braucht. Man muss ja nicht mal was schenken, aber es kann sein, dass jemand von dir etwas braucht. Oder dass wenn jemand von dir Geld geliehen hat und du merkst, dass er das Geld schwer zurückbezahlen kann, dass du ihm mehr Zeit gibst, das Geld zurückzubezahlen und nicht zu ihm verlangst. Wenn du merkst, er kann es nicht am Zahltag zurückzahlen, gib ihm mehr Zeit. Wenn du es selbst nicht dringend brauchst. Und wenn du es dringend brauchst, er braucht es auch dringend. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja, وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Surat al in Surat al-Ma'arij im Vers 24 und 25, und die ein festgesetzt, Allah beschreibt die gläubigen Menschen, und die ein festgesetztes Recht an ihrem Besitz zugestehen, dem Bettler und dem Unbemittelten. Ja. Das sind alles Eigenschaften der gläubigen Menschen. Und es ist Pflicht, wenn jemand hungrig ist, dass du ihm zu essen gibst. Oder wenn du einen Gast hast, dass du ihm etwas anbietest. Oder wenn jemand keine Kleidung hat, dass du ihm Kleidung kaufst.
oder wenn jemand durstig ist, dass du ihm zu trinken gibst. Und Imam Malik, rahimahullah ta'ala, sah es sogar als eine Pflicht an, dass man, wenn es Muslime gibt, die in Gefangenschaft sind, dass die Muslime all ihr gesamtes Vermögen im Notfall ausgeben müssen, damit Muslime freikommen. Er sagte, im Notfall, wenn das Geld nicht ausreicht, was man zum Beispiel dafür zur Verfügung gestellt hat, muss man all sein Geld investieren, auch wenn es das letzten Cent kosten würde, bis damit die Muslime alle nicht in Gefangenschaft der Kuffar sind. Und genauso, subhanahu wa ta'ala, weist uns auf eine Sache hin, die auch mit Trost zu tun hat. Und zwar, wenn man Geld erhalten hat, zum Beispiel bei einer Erbschaft, und es sind Menschen anwesend, die arm sind, und die haben eigentlich mit der Erbschaft gar nichts zu tun, trotzdem sind wir angewiesen, diesen Menschen etwas abzugeben. Also ich sitze in einer Sitzung und bekomme Erbschaftsgeld, und Leute sind anwesend, die eigentlich mit der Sache gar nichts zu tun haben, aber sind arme Menschen. Um sie zu trösten, gehört es zu dem muslimischen Charakter, dass man ihnen was abgibt. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Surat An-Nisa, Vers Nummer 8, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Und wenn bei der Verteilung des Erbe, bei der Verteilung Verwandte, Waisen und Arme zugegen sind, also anwesend sind, dann versorgt sie davon und sagt zu ihnen geziemende Worte. Nicht nur, dass man ihnen was abgeht, sondern man spricht zu ihnen auch gute Worte. Und all dies gehört zu den wunderbaren Seiten des Islam, und alle Seiten des Islam sind wunderbar und prächtig und glänzen. Und denn der Islam ist auch eine Religion des Tröstens derjenigen, die getröstet werden müssen, und eine Religion der Barmherzigkeit, der Rahmah, für diejenigen, die sie verdienen. Und der Islam ist auch eine Religion des sich gegenseitigen Helfens und der Brüderlichkeit, aber wissend willen, um Allahs Willen, subhanahu wa ta'ala, wie schön doch diese Religion ist, wenn die Menschen sie nur schätzen würden und umsetzen würden. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns den Erfolg dazu verleiht, dass wir diese Sachen immer umsetzen und uns auch an diese Scharia halten, die er uns offenbart hat. Und es ist die beste Scharia, die er jemals den Menschen offenbart hat, subhanahu wa ta'ala.